Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce Shadow of Phoenix. Of the Phoenix. Ja. Gut, wir sind immer noch in den Uhrwerkhallen. Clockwork Crypts auf Englisch. Ich wollte gerade nämlich aus Versehen den englischen Namen sagen. Ja. Also hier gibt es sehr, sehr viel zu tun. Unter anderem diese Wächter loswerden. Und da ist mir so gerade aufgefallen, wo ich es mir so angucke, die Truhen sehen ein bisschen unterschiedlich aus. Also was die Fläche drunter angeht, wie Würfel, bisschen. Also jedenfalls das hier erinnert mich an den Würfel und das hier. Aber es sind Punkte auf jeden Fall. Da ist nur einer, da sind zwei, drei, da ist fünf, sechs, vier, da sind acht und da sind neun. Also könnte das eine Reihenfolge sein, in der man die öffnen muss. Wenn man den Schlüssel dazu hat, nehme ich mal an. Außer in der ersten ist der richtige Schlüssel. Also die ist schon offen vielleicht. Mal gucken. So, jetzt wollen wir allerdings erst einmal genau Ankhtar rufen. Wie uns in der einen Quest gebeten wurde, hier in Vermächtnis der Zabiten, beschwört Ankhtar in der Uhrwerkhalle. Er ist es. Ankhtar ist zurückgekehrt. Aber er erkennt uns nicht. Er weiß nicht, wo er ist. Er hat alles vergessen. Hokans Mater hat seinen Geist verwirrt. Befehl, Meister. Nun ist er nur noch ein Sklave der Rune. Gut, was hast du zu sagen? Er ist es. Oh Meister, was ist mit euch geschehen? Runenkrieger, ihr tragt die versklavte Seele unseres Bruders Ankhtar mit euch. Seid ihr gekommen, um uns zu verhöhnen? Wollt ihr das Werk vollenden, das Hokan einst begonnen hat? Wir Geister können euch keinen Schaden mehr zufügen, aber die Fallen, die wir einst errichtet haben, werden euer Untergang sein. Ja. Was hat es mit diesen Hallen auf sich? Diese Hallen bedeuten euren Tod. Ihr werdet sie niemals wieder verlassen. Erzählt mir von Ankhtar. Bevor er Hokan in die Hände gefallen war, hätte er euch vernichtet. Nun ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Okay. Erzählt mir von den Fallen. Ihr werdet ihre Wirkung noch früh genug am eigenen Leib erfahren. Ich bin nicht gekommen, um euch zu schaden. Wenn ihr die Wahrheit sagt, dann gebt uns Ankhtars Rune. Seine Seele soll endlich Ruhe finden. Hier, ich gebe euch Ankhtars Rune. Dann nehmt die Rune aus eurer Runentafel heraus. Ja, okay. Gut, das heißt, ich Ankhtar, bin der Tod. du musst leider Blob machen. Dann packen wir sie dafür wieder rein und beschwören sie auch gleich. Ihr kehrt zurück. Hier, ich gebe euch Ankhtars Rune. Nehmt diese drei Münzen als Dank. Nun ist Ankhtar endlich nach Hause zurückgekehrt. Wir werden seinen gepeinigten Geist heilen. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Wie können wir euch nun helfen? Ich suche die Artefakte des blutenden Auges. Auch wenn wir euch dankbar sind, werden wir dies nicht verraten. Ihr müsst wissen, demjenigen, der alle Artefakte findet, gewähren wir Zugang zu unserem Vermächtnis. Ja, okay.
Was hat es mit diesen Hallen auf sich? Einst waren sie die Hallen des Wissens, Hallen der Rechtschaffenheit und der Vernunft. Wir haben einst hier gelebt, Runenkrieger. Als Mitglieder des Zerbitenordens erforschten wir die Geheimnisse des schwarzen Dschungels und bewahrten das Reich vor seinem Übel. Aber unser Bruder Hokan hat uns verraten. Er hat dort im Dschungel eine Maske gefunden, die ihm unglaubliche Macht verlieh. Und mit dieser Kraft trachtete er danach, uns zu vernichten. Wir konnten ihm nichts entgegensetzen. Schließlich beschlossen wir, unsere Festungen in tödliche Fallen zu verwandeln, damit Hokan auf seiner Suche nach unserem Wissen sein Ende finden sollte. Aber er ahnte die Gefahr. Er griff nicht an, sondern belagerte unsere Festungen und ließ uns verhungern wie Tiere. So sind diese Hallen heute nur noch unser Grab. Okay. Erzählt mir von Angtar. Er war unser Führer. Unser Großmeister, der Weiseste und Gütigste aus unserer Mitte. Man mag es kaum glauben, wenn man den verzerrten Schemen sieht, der er jetzt ist, aber er war es, der Hokan fortgelockt hat, sodass wir unsere Festen mit Fallen versehen konnten. Er opferte sich, damit Hokan nicht unser geheimstes Wissen in die Hände fiel. Zur Strafe hat Hokan seine Seele versklavt und schließlich an die Rune gebunden. So hat er den Einzigen, der ihn jemals überlisten konnte, zu seinem willigen Sklaven gemacht. Welch grausamer Spott. Aber jetzt ist er frei. Ja. Erzählt mir von den Fallen. Sie sind mechanisch, aber auch magisch. Wir haben sie so gebaut, dass ein geduldiger Mensch, der aus Fehlern lernt, sie überwinden kann. Aber ein Wahnsinniger wie Hokan hätte nur versucht, sich mit Gewalt Zutritt zu verschaffen. Das wäre sein Ende gewesen. Achtet also auf die Hinweise, die überall zu finden sind. Dann werdet ihr diesen Ort lebend verlassen. Mhm. Wo ist das Zepter der Winde? Das Zepter liegt in den Schatzkammern nordöstlich von hier. Merkt euch das. Um dorthin vorzudringen, müsst ihr die 5 steinernen Köpfe zum Leuchten bringen. Okay. Auf mir mein nach. Kommando. Oh, stimmt ja, wir haben ja 2 neue. Okay. Kämpferin und Schütze. Das Problem ist, dass hier ist schwere Kriegskunst. Nee. Und die kann leichte Kriegskunst. Na egal. Die Rune auf ruft. Dem Weg. Tut mir leid, du musst. Und du musst. Ja, ich bin gemein. Das sind nämlich 2 Level mehr und das sind guter Batzen, das sind 7 Level mehr. Yep. Gut. Kriegst du eine Meisterklinge des Meuchlers und so ein Ding? Gott, sieht das fett aus, ey. Kann ich euch gleich beide schon mal beschwören? So ein Silberfaden-Wams ist nicht schlecht für dich. Hose kriegst du Katzenbeinlinge. Und eine Stahlkappe. Hey, gibt's auch eine Stahlkappe für mich noch? Nö, leider nicht. Schade. Ich könnte Turban tragen, aber nö. Oh, hier wäre. Achso, Zeremonien und da ist die Abenteurer. Ich könnte aber den Bernsteinhelm aufsetzen, warum nicht? Jetzt aber zurück zu ihr. Ringe braucht sie noch. Ringe.
Ja, so ein Siegel des Kaisers auf jeden Fall, wenn nicht schlecht. Und Meisterring der Diebe. Du kannst den zweiten Meisterring und das zweite Siegel des Kaisers schon mal haben. Oder habe ich irgendwo noch Utwins Ring jetzt gerade? Nein. Den trägt, glaube ich, einer von den beiden. Er hier, glaube ich, oder? Oder bin ich gerade blind? Ich trage doch nicht selber Utwins Ring, nein. Verkauft habe ich ihn, soweit ich weiß, auch nicht. Das ist jede Menge Sonnenlicht. Ich weiß gerade echt nicht, wo Udwins Ring hingekommen ist. Ich habe ihn doch nicht verkauft. Der müsste ziemlich weit hier hinten sein. Du trägst ihn nicht. Ring der Erzmagier und Ring der Nachtschatten. Du kannst keine Ringe tragen. Meisterring der Diebe und Siegel des Kaisers. Wenn kann er eh von jedem getragen werden? Bin ich so doof? Siegel, Meisterring. Siegel, Meisterring. Gottesträne, Malachie. Ring der Erzmagier, Ring der Nachtschatten. Okay. Ich weiß nicht, wo Utwins Ring jetzt auf einmal hingekommen ist. Weil das ist nur der Feinstein. Und ich weiß, ich habe Utwins Ring nicht verkauft. Ich habe ja noch gar nichts Ringmäßiges verkauft. Das ist aber alles Ring des Sonnenlichts. Ich dachte eigentlich, das wäre Utwins Ring, aber nee. Natürlich, der Troll kann Ringe tragen. Da ist der Ring. Ja, gut, du kriegst einen edlen Turban. Freu dich. Pyrrhische Beinkleider. Du kriegst auch so ein Kettenhemd. Dein Fernkampf ist nur 14, also kriegst du den Schmerzsinger. Und genau, den Riesenfäller, nein. Drachenzahn, das ist ein bisschen schwach. Na komm, kriegst eine Keule in die Hand. So. Ja. Ihr kehrt zurück. Bereit, sofort. Gut, was sagt das Questlog?
Vermächtnis der Zerbieten. Ja, das haben wir jetzt abgeschlossen. Mir nach! Schnell! Gut, okay. Speichern wir mal kurz, dass wir das Ganze nicht nochmal machen müssen, falls wir das Rätsel hier vergeigen. Den Main hier berühren. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir den Main hier berühren.